So, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wie ich schon im vorigen Part erwähnt, habe ich mich jetzt hier zurück zu der Mission begeben. Beziehungsweise, ja, habe jetzt hier Kapitel 4 angefangen. Ziemlich und viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Alles klar. Wo befinde ich mich gerade? Dayport. Dayport? Ich weiß nicht. Dieser Brunnen kam mir einfach so bekannt vor irgendwie. Ich hatte so das Gefühl. Kleinen Moment kurz bitte. Tut mir leid, habe ich auch ständig so ein elendes Klopfen gehört. Das ging mir einfach tierisch auf die Nerven gerade. Macht aber nichts. Wenn er über uns einstürzt. Er stürzt ein. Okay. Seid doch vernünftig, Frau. Wir müssen ohne unsere... In deinen Augen mögen unsere Ehre nicht wichtig sein, mein Lieber. In meinen schon. Liebes Caitlin, bitte, wenn wir sicher sind, erneuere ich mein Schuh. Es braucht also einen Trick, um den Romantiker in sich zu werden. Muss ich nicht mehr. Wenn ein Bauer nicht mehr ackern muss und für seine Arbeit nicht mehr dankbar ist, dann sind wir am Ende. Wir nennen ihn nicht mehr Bauer. Ich finde das gerade irgendwie, ja, ich höre so ein bisschen zu auch, unter anderem, deswegen rede ich so wenig. Oh, kann ich das? Nee, kann ich nicht lesen. Da kann ich auch nicht rein. Das heißt, ich gehe dann erstmal wieder hier weiter. Ich muss in die Richtung. Das heißt, ich bin hier vorne tatsächlich lang. Oh, oh. Verdammt! Okay, um darüber zu springen, hätte ich vielleicht nicht mehr schleichen dürfen. Ja. Tut mir leid, das ist jetzt gerade ein bisschen schief gelaufen. Ja! Wird jetzt besser laufen. Okay. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Da verwette ich meinen Hintern drauf, Jungs. Sei doch vernünftig, Frau. Wir müssen ohne unsere... In deinen Augen mögen unsere Ehre nicht wichtig sein, mein Lieber. In meinen schon. Liebes Caitlin, bitte. Wenn wir sicher sind... Es geht um Eheringe. Hey ho. Habe ich die Sachen jetzt schon mitgenommen? Nein, hab ich nicht. Siehst du? Dam, da, dam, da. Komm schon. Gib mir das. Danke. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da auch irgendwie rüberkomme. Was ist auch gut, wenn wir die Stadt verlassen? Ah, das ist besser, als ein Leichen kann, du weißt. Okay, ja, das hat mit Sicherheit wehgetan. Auch das könnte sich verbinden. Im Test ist die Basis aller großen Häuser. Das geht schon. Was? Ich hoffe für Basso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Verdammt. Oh, 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 oh. Ich muss mich beeilen. Wow. Okay. Durch. Und komm schon. Komm schon. Komm schon. Fester. Ja. Uff. Mein Gott, das war ein schweres Teil. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das hier selbst gebaut. Geheimgänge, Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf. Oh Gott, so viele Wachen. Ich will nicht, dass er entkommt. Sir, okay, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Ja,
und er darf das Gelände nicht ohne Eskorte verlassen. Ich hoffe für ihn, dass die Festung nicht brennt, weil er geplaudert hat. Oh. Mir knurrt der Magen. Okay, ich muss kurz überlegen. Wo kann ich hier lang, wo kann ich hier nicht lang? Hier kann ich nicht lang. Haha. Kannst du da runter? Komm schon. Wieder runter. Oh, jetzt hänge ich irgendwie fest. Ja, sehr schön. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Die Leiter. Da vorne kann bei ich mit dem Fass. Allen toten Göttern. Mit dem Fass? Moment. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Mir knurrt der Magen. Oh, so viele. So unglaublich viele. Oh. Oh. War da no, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Geh da hoch. Verdammt. Okay, ich muss das anders angehen. Das Wetter schlägt um. Könnte gut sein, dass ich dadurch oder zumindest da hinten rum irgendwie komme. Okay, versuchen wir es. Go! Wow! Puh, okay, kurze Unterbrechung wieder. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund jetzt eventuell die eine oder andere Stimme hört. Also bei mir im Hintergrund. Weil gerade mein Besuch bzw. mein Mitbewohner wieder nach Hause gekommen ist. Was ist das für ein Hebel? Sobald ich den Architekten habe, kümmere ich mich um die Götzen. Mach das. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Was ist mit dem Brunnen? Will unser Mann etwa wegschwimmen? Brunnen? Habe ich den Brunnen aktiviert oder was? Oh Gott, Hund, Hund, Hund. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da oben. In Ordnung. Okay. Auf, 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 auf. Okay. Jetzt bin ich hier. In Ordnung. Ich gucke, wie ich da reinkomme, aber... Jo. Aha! Neue Karte. Heißt... Oh Gott. Was, da musste ich hin? Muss ich da hin? Moment. Doch, ich muss... Nee, ich muss einfach nur rein. Oder nicht? Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Hm. Verstehe. Eine verdammte Stadt. Dann habe ich ja wahrscheinlich mitunter herausgefunden, was ich wissen wollte. Nämlich, wo ich Eastwick finde. Bei allen toten Göttern. Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. Drei Nächte? Vier? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Oh. Von wegen teure Gewohnheit. Ich werde ihm sagen, was teuer ist. Das Leben! Wieso sprecht ihr nicht mit dem Meister? Ach, Theodor hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf. Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Oh, heirate niemals einen Künstler, Tilly. Ja, my lady. Was hast du nur für Dummheiten gemacht, Liebster? My lady? Theodore ist es wichtig, was die Leute von ihm halten.
Ich sagte ihm, er würde an seinen Werken gemessen, nicht an seinem Verhalten. Er hat mich natürlich ignoriert. Jetzt okay, kann das ist er jetzt in seinem Studierzimmer darüber nachdenken, keinen machen wegen während dem wir hier festsitzen. Was, wenn er nicht kommt, my lady? Wir gehen so oder so nach Blackbrook. Theodore kann ja nachkommen, wenn er kann. Ich habe die Stadt noch nie verlassen. Das wird für uns alle sehr aufregend. Ein ganz neues Leben. Ja, das ist für mich gerade auch ziemlich aufregend, meine Mutter. Erwähne die Stadt nie wieder. Allein der Gedanke an sie raubt mir den Schlaf. Oh, du Ärmste. Oh mein Gott, sie halten mal den Mund, das ist ja unglaublich. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, weil ich darf keine Fehler machen. Wegen dem Vogel, der wird sonst direkt aufmerksam. Habe ich aber nicht getan. Ach, ich bin so gut. Entschuldigt. Ich bin manchmal ein bisschen selbstverliebt. Ich glaube, ich bekomme Migräne. Ja, glaube ich auch. Edelstein besetzt ist. Wonderful. Das hat den Vogel natürlich nicht gestört. Ach, ich muss mal noch an besseres am Vogel denken. Ich brauche mehr Schlaf. Da hinten ist noch was. Ah, ich könnte oben lang. Kann ich oben rum? Komplett? So hungrig. Ich würde gerne versuchen. Komme ich da? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Scheiße. Mist, 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 Mist. Okay, nochmal kurz speichern. Und dann werde ich mir mal ansehen, was hier hinter dieser Tür ist. So, Tür wieder zu. Danke. Ah, Fliesen. Ich musste gerade an Borderlands denken, da findet man wirklich interessante Sachen auch in den Toiletten. Schubladen? Nein, keine Schubladen. Kann ich hier wenigstens das Licht ausmachen? Ist hier ein Lichtschalter irgendwo? Oh, das ist doch nicht wahr. Es ist so hell. Halt. Oh mein Gott. Irgendwas stimmt nicht. Kleinen Moment. Es bringt zwar jetzt nichts, da nochmal durchzugucken, aber ich will wenigstens gucken, ob hier irgendwie einer herläuft oder so. Wirklich nicht. Vielleicht sitzt der doch einfach nur rum. Dann ist die Schicht vorbei. Ich könnte einen Schluck vertragen. Tür zu. Okay. Moment. Wo ist denn mein Ziele? Begib dich hinauf zum Studierzimmer des Architekten. Basso steckt in Schwierigkeiten und braucht Hilfe. Offenbar wollte auch der Baron dieses Buch haben, also schickte er seinen General. Der hat zwar nichts gefunden, Basso aber verprügelt und abgeführt. Orion sagt, das Buch wird ihm und seinen Götzen helfen, die Stadt zu retten, aber jetzt hat Bassos Befreiung aus dem Bergfried oberste Priorität. Bleibe unentdeckt, führe 8 Taschendiebstähle aus, 10 Kills der K.O.-Schläge. Stehle alle Beuteobjekte. In Ordnung, aber habe ich das noch verfolgt? Wow. Oh Gott. Künstler, hä? Ja. Künstler und ihre Machenskrisen. Ach, Deutsch. Ach, das ist das Zimmer der Madame. Hier ist irgendwie eine Lichtquelle, die ich nicht mag. Hier die A. Hallo. K.O.-Schläge. Ist hier sonst noch einer? Muss ich nur zusehen, dass ich den irgendwie hier weggeschleppt bekomme. Okay.
Blöd ist nur, dass der hier überall entdeckt werden könnte. Sehr schön. Pass auf, ich pack dich mal hier rein. Ich kann zwar hier leider das Licht nicht ausmachen, aber ich kann dich zumindest in die dunkle Ecke packen. Da schnarch da vorne weiter. So, Tür wieder zu. Damit dich auch aus dem Flur heraus keiner findet. Und jetzt habe ich hier zumindest ein bisschen meine Ruhe. Kann mich hier ein klein wenig umsehen. Da habe ich noch eine Wache. Ist die hier? Nope. Hier? Nope. Licht aus. Oh, er läuft auf Holz. Er läuft definitiv auf irgendeinem Holzboden rum. So hungrig. Ist nur die Frage, wo? Ich zumindest laufe hier noch auf dem Teppich. Das ist mir irgendwie angenehmer gerade. Ach, der läuft da unten rum. Okay. Ist noch eine Tür. Sieht ziemlich verlassen aus, muss ich sagen. Drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Das habe ich, ohne Scheiß, exakt dasselbe habe ich mir gerade gedacht. Das Blöde ist nur, dass ich keine Ahnung habe, von was für einem Eingang er redet. Aber das kann man ja alles herausfinden, nicht wahr? Irgendwo klopft es. Theodore Eastwick, Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen! Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer komme ich nicht. Wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt! Meister Eastwick, öffnet die Tür! Mhm. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Okay, jetzt weiß ich, was Garrett gerade gemeint hat. Ich komme in das Studierzimmer nur nicht rein. Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Okay, jetzt bin ich wieder im Garten. Überall Ratten. Allerdings glaube ich nicht, dass ich hier weit komme. Ein Raum? Mit einem Geheimgang. Ich habe nur keine Ahnung, wo dieser Geheimgang sein soll. Habe ich jetzt eigentlich alle Räume durch? Ja, ne? Hier, das war der mit dem... der Dame, genau. Und hier vorne? War hier auch noch eine Tür? Nein. Okay, wo soll dieser komische Geheimgang sein? Oh, jetzt liegt hier seine Waffe rum. Toll. Ich fühle mich nicht besonders. Ich auch nicht. Oh, hier sind so viele Räume. Hm. Wollen wir ein bisschen für Verwirrung stiften hier? Oh. Was? Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein! Du kannst nicht entkommen! Und ob ich das kann? Das kann nicht sein. Er ist verschwunden. Tada! Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Und ob. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich hatte vergessen, dass der da unten hier im Kreis läuft. Und wo zum Henker soll dieser komische Geheimgang sein? Kleinen Moment, während der mich sucht. Karte? Okay. Ich habe keinen verdammten Wegpunkt mehr.
Das ist wahrscheinlich das Arbeitszimmer. Oder nein? Ach, es sind jede Menge Räume, es sind zu viele. Das sieht nach... Nee, das ist eine Tür. Das ist eine Tür, die in den Raum führt. In einen verdammt großen Raum. Da unten habe ich jetzt noch nicht alles durchforstet. Das heißt, ich könnte da unten eventuell noch einen Geheimgang finden. Eventuell, wenn ich da hinkomme. Richtig. Okay. Ich glaube, da unten war auch irgendwo ein Vogel. Wo ist der, verdammt? Ich habe überall nachgesehen. Da ist keiner. Nö, hier ist keiner. Ich finde es ja sehr schön, dass die diese Schränke nicht überprüfen. Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Ja. Wo bist du? Da unten bist du. In Ordnung. Okay, wenn du jetzt einmal längs bist, versuche ich nochmal hier. So, zack. Diese verdammte Stadt. Ich wollte keine Revolution. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll ich jetzt machen? Meister Eastwick macht es richtig. Ich sollte mich in dem verdammten Keller einsperren. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Ach klar, dass mir die Schwarzkittel nicht beim Tragen helfen. Ach, der arme Kerl. So eine Art Diener, der jetzt das gepackte Zeug hier wegschaffen muss, wa? Tilly wird mir fehlen. Tolles Mädchen. Hey, was hier? Ich wollte eigentlich nur den Schrank wieder zumachen. Komm, mach den Schrank zu. So. Nahrung. Was die wohl in den Eintopf werfen? Okay. Wenn er mich jetzt hier sieht, habe ich ein Problem. War da eben jemand? Nein. Ich komme mir vor wie ein Idiot. Richtig. Das ist furchtbar. Er ist immer noch hier. Das war seltsam. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Oh, dieser elende Vogel. Ich hasse Vögel. Ich warne dich! Vergeude nie die Zeit eines Wachmanns! Ja, das habe ich leider schon öfter getan. Nichts. Ich habe das Gefühl, ich mache es mir viel schwerer als eigentlich notwendig. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Hier irgendwo? Geheimgang? Ich probiere es nochmal hier draußen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier draußen relativ weit kommt. Ne, da komme ich doch hoch, ne? Da kam ich hoch. Okay. Kann ich da kann ich rüber. Das heißt, ich hätte von da aus auch hier... Da bin ich aber wieder in diesem komischen Gewächshaus. Da will ich doch gar nicht hin. Ach Mist, ich bin schon wieder bei 23 Minuten. In Ordnung, dann muss ich wohl diesen Part... Oh, oh, ich stehe sehr im Licht. Dann muss ich diesen Part hier an der Stelle mal wieder beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen und lasst mir eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Daumen rauf, würde mich sehr freuen. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Unten Abo-Button. Und schaut doch mal in die Videobeschreibung und in die Infobox. Da sind wichtige Links drin. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.